Ich hatte Schmerzen und daher wusste ich, dass ich wach war. Ganz allein und mit der Stille als mein Nachbar. Die Luft war erfüllt mit Nervengift und wie bekifft starrte ich auf meine Hand, als ich begriff, dass sie zum Stift griff. Lauter Buchstaben entstanden mit Hilfe von Schreibwaren. Was ich schreib, war ein Resultat von einem Schreibwaren. Ich war Teil einer Vision, die aus mir selbst entstand. Irgendetwas lenkt meine Gedanken und dieser Gedanke lenkt meine Hand. Ich hab so viel geschrieben, aber niemand hört her. Würde der Welt zu gerne sagen, was ich wert wäre. Die Miene brach, aber ich schrieb weiter. Die nie gesagten Worte rächen sich, aber die Bleistifte meinem Gedächtnis, die brechen nicht. Ich hab geschrieben, bis meine Finger wund waren, weil kein einziger Ton mehr aus meinem Mund kam. Denn als du gingst, ging auch meine Kraft zu reden fort, wie ein Knebel in meinem Mund. An diesem Tag wurde mein Leben zum Nebel und ich ging auf die Straße mit meinem Marker. Es hat niemand gemerkt, seit diesem Tag habe ich Züge gesprüht und die Wände von Heidelberg gefärbt. Ich habe meinen Namen gemalt, tausendmal und mehr, meist als Meisterwerk, damit es das Selbstbewusstsein stärkt. Ich habe Tags mit einem Stein in die Scheiben von Bushaltestellen gekratzt, damit mir der Kopf nicht platzt. Ich habe so viel geschrieben in der Schule, auf Tischen, Bänken und Toiletten. Ich wollte Rap, aber ich schwieg und schrieb und ich schweig und schreib über die Grammatik der Farbe Blau. Werte der Worte im Sprung der Zeit zwischen Mann und Frau. Interpretation, Aufsatz, Diktat, Gedicht. Ein Wort, das ich noch nicht geschrieben hab, das gibt es nicht. Aber es gibt drei Worte, die sind nur für dich. Ich hab sie dir nie gesagt und das bereue ich heute fürchterlich. Ja, ich hab's bereut, also hab ich meinen Schmerz beschrieben. Du hast mich aufgegeben, also hab ich meinen Schmerz aufgeschrieben. In der Zeit zwischen den Träumen, da kann ich schreiben. Exhibitionist gegenüber dem Blatt, ich muss ihm einfach mein Intimstes zeigen. Ich traf so viele Frauen, schrieb ihre Nummern auf, aber ich rief nie an, weil ich nicht mehr sprechen kann. Ich weiß noch, wie nach dem Konzert der Junge zu mir kam. Ich wollte ihm so viel sagen, ihn warnen, aber die Zeit reichte nur für ein Autogramm. Ich hab versagt, deswegen sage ich nichts mehr. Als ich leise oben an der Decke lag, so leer wie ein weißes Blatt, flog ich in meinem Zimmer umher. Auf dem Bett bleib ich liegen und dann bewege ich mich nie mehr. Ich drehe den Kopf gleich neben mir, da liegen sie. Blätter mit tausend intensiven Gedanken, geformt in Wort, wenn man schreibt, dann sprechen sie. Da in dem Schuhkarton fließen sie, hörst du sie, murmeln deinen Namen. Ein einziges Wort, das mir im Schlaf den Schweiß auf die Stirn treibt. Wenn man schweigt, kann ich hören, welchen Scheiß auf mein Gehirn schreibt. Ich hab so viel geschrieben, aber niemand hat's gehört. Oder hast du? Alle Lieder, Noten und Worte, gebt doch endlich Ruhe. Lasst mich allein, ich wollte schreien, aber vom Träumen wurde ich müde. Und so schlief ich endlich ein, wälzte mich wie wild und her und fiel vom Bett direkt in die Schachtel mit den Texten. Verschreckt musste ich erkennen, dass ich kein Mensch mehr war. Eingeklemmt zwischen dem A und dem K wurde es mir klar. Ich war der 27. Buchstabe, das komplette Alphabet stand gegen mich. Sie starrten mich an und lachten mich aus. Die Sätze sagten, ich sei aussätzig und so setzten sie mich aus und formten sich zu einem Sinn zusammen und ich konnte mein gesamtes Leben lesen. Dann wachte ich auf und tat einfach so, als sei nichts gewesen. Der Rap ist eine Religion, das ist klar. Aber wo war Gott, als ich alleine mit meinen Reimen war? Es war viel zu vieles klar, um noch was zu klären. Und viel zu vieles war, um sich dagegen zu wehren. Und als wären alle Worte gegen mich, schreibe ich und kämpfe ich so lange, bis ich die richtigen Worte finde. Für dich auf die Bettdecke, auf die Tapete und auf meine Haut. Ich hab in meine Bücher geschaut, sie waren leer, aufnehmen geht nicht mehr. Heute muss alles raus, was ich gelesen hab und gewesen bin. Ich schreib es hin, ich hab geschrieben, als würde ich deinen Körper zeichnen, den Stift über die Blätter streichen und zärtlich über deinen Rücken streichen. Stundenlang habe ich geschrieben, wie leid es mir tat. Hätte ich dir gesagt, hätte ich uns viel erspart. Zu spät, was ist geblieben? An einem Tag habe ich stark an dich gedacht. Ich habe geweint, gereimt, mit meinen Tränen dir diesen Text geschrieben.